hatte noch eine Frage, und zwar, ich weiß, dass es verboten ist, Frauen die Hand zu reichen im Islam. Wie ist das aber beim Vorstellungsgespräch? Da darf man ja auch nicht geben, aber hast du vielleicht einen persönlichen Tipp, wie man die Situation gut umgehen kann, dass man vielleicht den Job doch noch bekommt? Liegt zwar natürlich in den Händen Allahs, aber nein, vielleicht ein Tipp, dass mein Gegenüber das versteht oder Verständnis dafür hat. Na, der Bruder fragt, wenn er ein Bewerbungsgespräch hat, und es sieht so aus, als ob man der Frau oder der Chefin die Hand geben muss. Wie sollte man das am besten bewältigen zu diesem Zeitpunkt? Na, ich habe das so gemacht, als ich einmal in so einem Büro war, wollte sie auch mir die Hand geben. Da habe ich ihr eine Akte, die ich in der Hand hatte, gegeben. Zwar komisch geguckt, aber dann hat sie die so genommen erstmal. Gib ihr irgendwas in die Hand, was sie mag. Und wenn sie dann immer noch dir die Hand geben will, dann sagst du, tut mir leid, aber ich möchte gerne meine Akte wieder. Schau mal, Achi Kadim, wir brauchen uns nicht zu schämen. Wenn Allah dir den Job geschrieben hat, wirst du ihn bekommen. Aber wenn wir Haram machen, wird Allah uns zugetan sein oder er nicht? Nichts. Das ist die Sache. Deswegen vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala. Mach kein Haram und vertraut auf Allah. Allah wird dir das geben, was er für dich geschrieben hat. Beten in der Tat. Bitteschön.